Hallo, kennst du das auch, dass du dich fühlst wie einmal in der Waschtrommel, dass alles drunter und drüber geht und du meinst, du bist nicht mehr Herr deiner Lage? Es passiert so und es passieren so unglaubliche Dinge, die dich einfach nicht zur Ruhe kommen lassen, die dich im Job auf der Stelle treten lassen, die dich in deiner Beziehung immer wieder an die gleichen Grenzen bringen. Mein Name ist Janelle Bieger, ich bin Diplom-Betriebswirtin und bin seit 10 Jahren selbstständig. Und seit einiger Zeit bin ich auch zertifizierte Heilerin. Was heißt das? Heilerin klingt immer so esoterisch. Es ist etwas spirituell, ja. Und das Thema, weshalb du in deinem Job immer wieder an deine Grenzen stößt, weshalb du einfach nicht den nächsten Schritt gehen kannst, weshalb du noch nicht da bist, wo du hingehen möchtest, weshalb deine Beziehungen immer wieder kapitulieren, das sind deine Glaubenssätze. Glaubenssätze, die dich behindern, die dich beschränken. Und ja, ich habe vor einiger Zeit Ausbildungen gemacht auf sämtlichen Bereichen, also über NLP, Zwei-Punkt-Methode, CQM, chinesische Quantummethode und Spiraltechniken und noch vieles weitere mehr. Und irgendwie habe ich gedacht, nee, also das ist es alles nicht. Und auch das Aufstellen hat für mich nur bedingt was gebracht. Und ich habe festgestellt, du kommst immer an die äußeren Themen ran. Das ist wunderbar. Und dadurch passiert auch schon was. Aber du brauchst oft Jahre, um wirklich den Kernglaubenssatz zu knacken, den sichtbar zu machen und zu knacken. Und dann kommt was ins Rollen. Und mit meiner Technik ist es so, dass du diesen Kernglaubenssatz direkt findest. Und das musst nicht du finden, sondern das mache ich in einer Sitzung. Und ich arbeite in erster Linie über Skype. Das bedeutet, wir können ganz bequem beide von zu Hause oder wo du auch immer dich aufhältst oder wo auch ich immer bin, die Sitzung durchführen. Und ich brauche für die erste Sitzung immer so anderthalb, ja, 1 bis 2 Stunden sollte man sich einplanen. Und was mache ich da? Ja, ich mache zuerst mal mache ich nichts, was dir nicht nützlich sein kann. Und ich mache auch nichts, keine Hypnose oder sowas. Du bist immer bei vollem Bewusstsein und ich frage dich auch immer, du bist immer voll dabei und ich frage dich immer, ob du die Erlaubnis hast, ob du mir die Erlaubnis gibst, dies und das abzulösen. Also Glaubenssätze, die mir in den Kopf kommen, weil ich arbeite mit der Schöpferenergie und dadurch bekomme ich genau den Input, der dich ja in der Vergangenheit nicht hat weitergehen lassen, nicht das erleben, was du erleben willst. Vielleicht willst du auch was ganz anderes erleben und du lebst momentan noch das Leben eines anderen. Klingt wild. Ja, natürlich. Wir haben in unserer Umwelt, in unserer Umgebung immer wieder Einflüsse. Unsere Eltern beeinflussen uns, unsere Freunde beeinflussen uns und so kannst du dir auch überlegen, mit wem du dich täglich umgibst oder wer dir die meisten Einflüsse zuteil werden lässt. Ja, das klingt alles ein bisschen wild, ich weiß, aber wenn du sagst, okay, finde ich irgendwie ganz spannend, und dann geh doch mit mir einfach in Kontakt und dann können wir ein kostenfreies Erstgespräch führen. Bis dann, ciao!